en historisk kväll. En kväll som vi vill dra med oss framöver. Det visar det att vi är kapabel. Det visar det att själv om vi är ute av säsong så klarar vi över 2 kamper att slå ett meget gott Hoffenheim-lag som tryckte oss ganska bra idag, men vi utförde planen vår på en perfekt måte. Så väldigt stolt. Wie kannst du das beschreiben? Wie sind deine Gefühle für dich und für Molde nach so einer Leistung und Prestation hier heute Abend? Ja, das ist natürlich eine Art Geschichte, was wir heute geschrieben haben. Wir haben gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft von Hoffenheim gespielt, die uns sehr unter Druck gesetzt haben. Von daher bin ich sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Så fortsatt spørsmål fra NRK Møre og Romsdal. Hva vil du si om prestasjonen I kveld, og hva de viktigste grunnene til at dere sikrer avansementet? Den viktigste grunnen det at vi opptrer som et lag. Vi står sammen. Jeg har brukt ordet før, men altså, vi en ulveflokk. Vi gjør det sammen når vi ute og jakter. Så det den største grunnen, og så det klart at vi lærte av den første kampen. Vi korrigerte, gjorde det litt tryggere defensivt, så ikke de skulle få 3 imellom oss, men heller komme på utsiden og spille foran oss. Så det var jeg veldig godt fornøyd med I dag, at vi klarte å stagge dem I forhold til det å få total gjennombrudd. Was war das Wichtigste als Grundstein für den Sieg heute? Ja, vor allem haben wir aufgetrumpft als Mannschaft, als Team heute. Wir haben alle gekämpft, alles gegeben und das natürlich auch ein bisschen besser gemacht, nicht 3 Gegentore wieder bekommen. Von daher war es ganz, ganz wichtig, dass wir auch mal standgehalten hatten am Anfang. Også et spørsmål fra Romsdals Budstikke, Martin Brøste. Det var mye snakk om forsvarstrøbbel før kampen. Hva sier du nå om Erling om Sheriff og Risa? Jeg har ikke pratet om forsvarstrøbbel. Det var mye snakk om det. Ok, det var mye snakk om det. Ja. Det bestykket det. nei, vi så vel I dag at de sto perfekt. Altså, Sheriff, Birk, strak han og leverte til Klink 10. Birk som tar den utfordringen som han får der, og det det fantastisk. Å gjøre det på det nivået her, det viser hvor mye fotball og hvorfor vi hentet den til Molde. Begge to. Vorm spil ging das Gerede Richtung Sheriff und Risa, also die Innenverteidigung. Ja, also die haben, also das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da geredet wurde. Auf jeden Fall haben die beide einen super Job gemacht in der Innenverteidigung und ja, und auf diesem Niveau so gut zu spielen, da kann ich nur Hut absagen. Ja, was geht til für att förlänga kontrakt med Linnes Romsdalsbutikk? Ja. Jag regnar med att vi må betala nok, så går det väl I orden. Wie schaut es aus mit der Vertragsverlängerung vom Torwart Linde? Ja, das müssen wir mal nachher schauen, aber ich denke schon, dass wir das mal machen. War das ein Lyckering, Erling plukket opp da Erik Hestad ble byttet inn? Ja, kan heite den serien han som går og gnikker på den ringen, så jeg tror det var den vi har fått altså. Det tror jeg. Okay. Wie war das denn? Der Erik Hestad wurde ja eingewechselt, das war ja so eine Art Glücksgriff von dir. Ja, das kann man so sehen, kann man so sagen. Und ja, auch er hat eine sehr, sehr gute Leistung heute gebracht, wo er auf den Platz kam. Kann heute dann viel mehr? Per? Ja, das weiß ich nicht. Weißt du? Ringende Serie. Ja, ja. Ja, noch kommt er. Ja. Så fra VG, Magnus Gamlem, han spør da, dere lå under 1-3 I første kamp, men ender opp med å vinne 5-3 sammenlagt. Hvordan vil du beskrive denne snuoperasjonen? Det er jo en gedigen prestasjon. At vi,
vi tar nivået efter den första gången vi leverte nere I Spania och så har vi levererat tre väldigt goda omgångar efter det. Och det visar ju det att vi är en gäng som tar läring. Vi är en gäng som lika och spisa oss in I det. Så nej, det är en fantastisk prestation rätt och slett. Wie willst du das beschreiben? Nachdem, dass man 1-3 in dem ersten Spiel hinten lag und dann insgesamt mal 5-3 gewinnen kann, das war ja eine Art super Operation, kann man so sagen. Ja, also wir hatten im ersten Spiel eine schlechte Halbzeit gespielt, danach haben wir aber dann drei gute Halbzeiten gespielt. Von daher kann man sagen, das ist eine super ordentliche Leistung, die wir dann über diese drei Halbzeiten auf jeden Fall gebracht haben. Ulan Andersen hadde en vanskelig sesong I fjor, men blir den store helten I dag. Hvordan vil du skrive hans reise til I dag? Det har vært en tøff reise for Erik. Han var gjennom en alvorlig skade, og så ble det en dragende som litt eller annen ting. Og nå har vi han akkurat der vi skal ha han. Nå en knall godt trent. Han står distansen og du ser at han har utviklet seg spesielt mye I det defensive og I det relasjonelle. Ulan Andersen hadde letztes Jahr eine schwere Saison, aber wurde heute der große Held. Wie willst du oder wie beschreibst du seine Reise bis heute? Ja, allerdings, er hat eine harte Reise hinter sich, er war verletzt, aber es freut mich umso mehr, dass er so gut zurückgekommen ist und er hat speziell seine defensive Leistung und Flicken sehr, sehr verbessert. Og så Espen Blaker som stiller spørsmål. Ulan Andersen bestemte seg for å kjempe om plassen etter en samtale med deg I vinter. Kan du fortelle litt om den? Hvor imponert du over jobben han har gjort? Ja, det var ikke noe annet enn det at vi satt oss ned og diskuterte situasjonen og kom frem til hva vi syntes. Vi diskuterte hva vi syntes måtte forbedres, og så har han tatt opp hansken på en helt fortreffelig måte. Og nå ser vi hva som bor I Eirik, og jeg gleder meg til fortsettelsen der. Die Frage ging wegen Ulrik. Ulan Andersen, der hatte ja entschieden, sich zu bleiben und um seinen Platz zu kämpfen. Es wurde ja auch mit ihm im Winter gesprochen. Was kannst du da so sagen? Ja, ich hatte mit ihm gesprochen und er hat sich, wie gesagt, auch verbessert und gibt richtig Gas. Und dann müssen wir mal jetzt halt sehen, wie das dann da weitergeht. Vi får se en litt ny utgave av Moldedag med jerndisciplin og Steinar Jogving etablert forsvar. Hvordan forklarer du forvandlingen I defensiv kontra det som skjedde for bare en uke siden? Hvor imponert du over Linde og Sheriff? Sånne. Ja, altså nå, den planen vi hadde I dag ikke langt unna det vi hadde I første kampen. Da ble vi skikkelig ristet I forhold til tempo, I forhold til forflytninger. Vi åpnet oss opp sentralt for tidlig. Så I dag utfører vi det på en langt bedre måte. Vi stenger inne, og så får de heller spille på utsida. Vi senker flankespillerne våre lavere. Så det detaljer I det. Og så det klart at vi kan spille sånn fotball når vi må, og det viktig. Wie erklärst du die Art und Weise, Molde heute gespielt hat mit einem harten Disziplin? Man hat sehr, sehr hart gearbeitet in der Verteidigung. Wie kommt das zustande innerhalb von einer Woche? Ja, wir haben dann ein bisschen was geändert. Wir haben versucht, zentral ein bisschen kompakter zu stehen heute. Und wir haben dann über außen mal mehr Platz gelassen. Außerdem haben wir uns tiefer fallen lassen.
und damit das damit TSG ein bisschen über die Außen spielen konnten und aber nur quasi vor unserem eigenen Strafraum. Og så et siste spørsmål fra Romsdalsbusseiker Martin Brøste. Mange her til lands snakker ned norsk fotball. Hva sier du til kritikerne etter dette? Jeg bestandig prøvde å prate oss opp, for jeg vet at vi bedre enn vårt rykte. Men for å klare å vise det ute i Europa, så må du være der gang på gang og dra læring. Så jeg håper jo at alle sammen skjønner hvor stor den prestasjonen her er, og jeg vet at det er andre lag i Norge som er kapabel til å være med ut i Europa og konkurrere. Og så jeg får håpe det at vi er en del av det, at vi begynner å innse at det spilles god fotball i Norge også. Men da, ja. Wie im Norwegen, da wird das ein bisschen nach unten geredet, den norwegischen Fußball. Was sagst du zu den Kritikern diesbezüglich? Ja, das stimmt schon, aber wir sind besser als das Gerücht, was nach uns gesagt wird. Ich hoffe auch, dass andere Mannschaften, außer wir von Molde, mal auch eine gute Leistung in Europa demnächst dann bringen werden. Så dass man auch mal positiv in Norwegen auch über uns reden. Som dere har skjønt da, så gikk Ulland med pressekonferansen, så da takker vi for oss, og så venter vi på spenning på trekningen som på fredag, så kommer klokka ett, var det? Yes, ja. Og til alle der hjemme, ta dere kalle for oss i kveld. Det har dere fortjent. Enig. Jeps.